Ja, ich glaube, dass mir das immer noch und vielen anderen auch, glaube ich, schwerfällt, zu begreifen, wirklich, was dort passiert ist. Wir konnten zwar alle, oder ich konnte auch, dass in den ein, zwei Jahren davor immer ganz genau sagen, was wir da wollen, was da stattfindet. Und eigentlich hat das auch absolut so geklappt. Aber jetzt im Nachhinein ist es eben wirklich schwierig, was da passiert ist. Und es finden gerade sehr viele Gespräche statt, um das zu begreifen. Was, glaube ich, tatsächlich uns gelungen ist, ist, eine Perspektive der Betroffenen durchzuhalten die ganze Zeit und darüber einen Raum ja, der gegenseitigen Begegnung zu schaffen, die ich zumindest in meinem politischen Leben und viele andere, mit denen ich jetzt geredet habe, eben so noch nie erlebt haben. Also das Tribunal war ja, stand ja ganz eigentlich im Zeichen der Betroffenen, nicht nur des NSU-Terrors, sondern eben auch anderer rassistischer Anschläge und Angriffe aus den 80ern sogar und 90er Jahren. Wo Angehörige gesprochen haben und es ging um die Geschichte der Einwanderung hier in der BRD, aber auch um die Geschichte der Vertragsarbeiter in der DDR. Und wir sind sehr tief auch in den Rassismus, in den Schrecken sozusagen reingegangen, in den historischen Blick. Aber es hatte niemals den Moment eigentlich einer Lähmung oder wo man dachte, das ist alles so furchtbar, sondern es gab eigentlich, es war immer das Gefühl einer Stärkung, eines Empowerments dort und einer Solidarität eben. Und viele Leute waren sehr berührt, in allererster Linie eben tatsächlich berührt von dem, was passiert ist. Es war sehr emotional, streckenweise, ohne dass es eigentlich darauf angelegt war, dass wir jetzt eben irgendwelche Gefühle hochkitzeln wollten, sondern die waren einfach automatisch da, wenn man sich eben die Geschichte anguckt. Aber es sind eben auch die Geschichte der Kämpfe gewesen und darin lag halt eine unglaubliche Kraft. Und ich glaube, die haben eben alle gespürt. Und da sind sich Leute begegnet, die sich so noch nie begegnet sind und in Austausch getreten. Und also. Ja, also ich glaube, es hat sehr viel bewegt und es wird noch sehr viele Dinge daraus entstehen. Das zeichnet sich jetzt schon ab und genau, aber jetzt sind wir noch im Sortierungsprozess. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen reingehen in das, was auf dem Tribunal stattgefunden hat. Beim NSU-Tribunal ging es ja nicht nur um das Zusammentragen von Fakten oder um das Schaffen einer demokratischen Gegenöffentlichkeit und überhaupt auch einem Raum zum sich austauschen können über Rassismus zwischen Betroffenen und erst ja mal nicht Betroffenen, sondern es gab eben auch die Anklageschrift, die ihr da auf dem NSU-Tribunal vorgelegt habt, die 67 Seiten lang ist und auf der sich 90 Namen wiederfinden. Namen von Politikern, Politikerinnen, von Juristen, von Ermittlern der Polizei, aber auch von V-Leuten des Bundesverfassungsschutzes. Journalisten finden sich auch darauf und naheliegenderweise auch Neonazis. Wie seid ihr bei der Auflistung vorgegangen? Also welche Kriterien sind denn das, nach denen ihr anklagt? Zunächst muss man einmal sagen, dass natürlich die Anklage von vornherein Bestandteil war der Konzeption des Tribunals. Wir haben immer gesagt, weil es immer auch die Forderung der Betroffenen war, die nicht nur gesagt haben, wir wollen über unseren Schmerz und das Erlebte reden, sondern die auch immer gesagt haben, die Verantwortlichen müssen benannt werden, es muss Aufklärung geben, und die auch immer darauf bestanden haben, dass für sie der Schrecken und der Angriff und der Terror nicht sich beschränkt auf die Morde, auf die Todesschüsse oder die Bombenanschläge, sondern dass die Zerstörung nahtlos weiterging mit dem, was nach den Anschlägen immer passiert ist. Sozusagen die Ermittlungen, die sich ausschließlich gegen sie gerichtet haben, die Zerstörungen, die in die Communities getragen worden sind, von ermittelnden Behörden und von der Presse, die eben von düsteren Parallelwelten immer geredet haben, die im Grunde genommen aus den Opfern jahrelang bis zur Selbstenttarnung des NSU die Täter gemacht haben. Für die Leute, auch auf der Kolbstraße, aber auch für die Familien, für die Angehörigen, ist das eins. Also es geht in einen vor, deswegen haben sie es auch immer gemeinsam benannt, als einen Komplex eben. Das ist der Grund, warum wir auch vom NSU-Komplex reden und damit eben mehr meinen, als jetzt nur Nazis oder einige V-Leute, die sie da drin unterstützt haben oder einige dunkle Machenschaften in den Verfassungsschutzämtern, die da irgendwie ihr komisches Spiel mit den Nazis da getrieben haben, sondern dass es eben viel weiter geht, dass es ein gesellschaftliches, ein strukturelles Problem gibt, warum dann die Communities nach den Morden keine Solidarität erfahren haben, keine Gerechtigkeit, sondern im Grunde genommen weiter kaputt gemacht worden sind. Und das ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einen weiteren, größeren Blick auf diesen NSU-Komplex und benennen im Grunde genommen alle die Strukturen und Institutionen und Diskurse, wenn man so will, Mechanismen, die diese Logik aufgebaut und stabilisiert und geschützt haben, dass nämlich die Migranten das Problem hier sind und die Gewalt gegen sie, naja, irgendwie zwar auch nicht gut ist, aber dann doch nicht das Hauptproblem, auf das man sich richtet, sondern im Grunde genommen die Migranten selber
zum Problem erklärt werden. Und wir haben auch immer gesagt, dass wir zwar über die Strukturen reden, über den strukturellen Rassismus, das war immer unser Hauptschlagpunkt, aber wir haben auch gesagt, dass in den Strukturen sich eben auch Einzelpersonen befinden, die sich nicht hinter dieser Struktur verstecken können, sondern die sehr wohl in jedem Moment auch sich selber entscheiden können, ob sie so handeln, wie sie handeln oder nicht. Ob sie einen Angehörigen, eine Frau von einem Ermordeten anschreien, sie nicht zu ihrem sterbenden Mann lassen, sie einschüchtern, Lügen erzählen, ob sie darüber schreiben, dass das ja was sie auf der Kolbstraße eher alle kriminell wären, dann müsste man sich nicht wundern, dass eine Bombe ist. Also diese Leute können sich entscheiden, machen sie es so oder machen sie es anders. Und deswegen haben wir gesagt, es geht einerseits um die Struktur, aber es geht eben auch um einzelne Personen, die wir benennen wollen und in ihrer Verantwortung kenntlich machen. Und so ist diese Liste der 90 Leute zustande gekommen, die unserer Meinung nach genau diesen NSU-Komplex vorbereitet, ermöglicht, geschützt, gestärkt, unterstützt haben oder die heute die Spuren verwischen oder verharmlosen oder die Opfer verhöhnt haben. An eurer Anklageschrift findet sich da auch ein sehr prominentes Mitglied der Bundesregierung wieder, und zwar die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihr macht Angela Merkel für das gesellschaftliche Umfeld mitverantwortlich, in dem der NSU seine Mordserie ausführen konnte. In der Schrift steht da, wir klagen die ehemalige Bundesjugendministerin Angela Merkel an, mit ihrem Programm der akzeptierenden Jugendsozialarbeit systematisch Neonazi-Netzwerke verharmlost, gestärkt und mitermöglicht zu haben, die teilweise auch dem späteren NSU Netzwerk zuzurechnen sind. Wie sehr nehmt ihr da Angela Merkel in die Verantwortung, also wenn wir jetzt auch zurückblicken auf die Zeit, als sie da Bundesjugendministerin war? Genau, ich meine, alle haben erwartet, dass wir sie anklagen wegen dem gebrochenen Versprechen der lückenlosen Aufklärung, was sie ja gegeben hatte damals 2011 und was nicht eingehalten wurde, auch von ihr auf dem Bundeskanzleramt sozusagen. Aber sie hat eben eine andere Funktion gehabt und wir sind ja nochmal in die Vorbereitungszeit gegangen, die Geburtsstunde des NSU in den 90er Jahren, in der Zeit nach der Wiedervereinigung, wo es eben eine massive Welle der rassistischen Gewalt und der Anschläge und der Pogrome gab. Genau in der Zeit, wo der Verfassungsschutz sich in den neuen Bundesländern eben breit gemacht hat und den thüringischen Heimatschutz aufgebaut hat, aus dem der NSU entstanden ist. Und es gab damals eine sehr große Auseinandersetzung, auch auf einer pädagogischen Ebene sozusagen, wie geht man eigentlich mit den ganzen Jugendlichen um, die da nach rechts driften. Es gab heftige Debatten damals und es ging sehr stark auch um eben das, was dann als Konzept entwickelt wurde, der akzeptierenden Jugendarbeit, dass gesagt wurde, dass man eigentlich akzeptiert, wie die Jugendlichen sind, nämlich dass sie Nazis sind und dass man sie im Grunde genommen integrieren muss, dass man sie einbinden muss, dass man ihnen Strukturen geben muss, Plätze, Orte, Räume, und in diesem Zuge sind im Grunde genommen reihenweise Jugendzentren, die sehr umkämpft waren, wo es auch linke Jugendliche gab, die drum gekämpft haben, im Grunde genommen den Rechten überlassen worden sind durch dieses Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit. Und das hatte als politische Verantwortliche ganz konkret Angela Merkel damals zu verantworten gehabt. Und das war jetzt auch nicht nur ein Schreibtisch, weil sie jetzt da die Ministerin war. Sie ist auch zu diesen Jugendzentren gefahren, hat sich da mit Nazis getroffen, mit denen Hände geschüttelt. Es gibt da Bilder davon. Und genau diese Jugendclubs waren dann eben auch die Orte, in denen sich ganz konkret auch der NSU, diese Zelle, und der thüringische Heimatschutz sich organisieren konnte. Ganz konkret der Winzerclub damals in Jena. Wir haben gesagt, das ist das Klima der Straffreiheit, in dem sich sozusagen dieser nationalsozialistische Untergrund entwickeln konnte, hat sehr viel eben mit dieser Art von Jugendarbeit zu tun gehabt. In einem nächsten Kapitel in eurer Anklageschrift, und das ist ja auch so ein bisschen der Zeit nach eingeteilt, da geht es um die Planung, die Durchführung und Unterstützung des neonazistischen Terrors, und da klagt ihr vor allem Neonazis an, die da sehr strategisch in der Szene unterwegs waren, die, wie auch Ralf Marschner zum Beispiel, V-Mensch war beim Bundesverfassungsschutz, und da finden sich auch Namen wieder, auch Tino Brandt, die in der ganzen Aufarbeitung auch schon vor Prozess- oder Untersuchungsausschüssen immer wieder eine Rolle spielten, die sich aber dann wiederum nicht in der Verhandlung in München wiederfinden. Wie justiziabel sind denn vielleicht auch das, was ihr da in der Anklageschrift formuliert? Naja, es ist justiziabel insofern, dass es natürlich ein breites Unterstützernetzwerk gab. Das sagt ja, das bestreitet ja niemand. Es gibt sozusagen einen Trick, der da gemacht wird, auch von der Bundesanwaltschaft. Es gibt Strukturermittlungsverfahren, wo gesagt wird, naja, gegen all diese Menschen haben wir auch Ermittlungsverfahren eingeleitet, was aber eigentlich nur dazu führt, dass
sie nicht mehr als Zeugen vorladbar sind vor dem Oberlandesgericht in München und dass man keine Akteneinsicht mehr kriegen kann, also dass die Anwälte der Betroffenen keine Akteneinsicht mehr kriegen können, weil es eben diese anderen Verfahren gibt. Und eigentlich sind sich alle Experten darin einig, dass wenn der Prozess zu Ende ist in München, werden auch diese Verfahren, diese anderen anhänglichen Verfahren eingestellt, wegen Verjährung, wegen nicht wichtig genug. Das heißt, dass wir das so einschätzen, dass das im Grunde genommen eigentlich eine Strategie ist, die Leute aus der Schusslinie zu holen, sie eben gerade nicht belangen zu können für das, was sie gemacht haben. Es ist natürlich höchst justiziabel, weil das Leute sind, die da Waffen besorgt haben, die den Wohnungen besorgt haben, falsche Pässe, die sie geschützt haben, Geld organisiert haben und so weiter. Und es ist gerade dieser Punkt, die Nazis und der Verfassungsschutz, der sie geschützt hat, eben natürlich das düsterste Kapitel da drin. Und ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass diese Strukturen weiter existieren. Es gibt sehr viele Neonazis, die abgetaucht sind. Sie bewaffnen sich, sind immer noch durchdrungen von diesem V-Mann-System. Der Verfassungsschutz treibt da weiter dieselbe Spiel, was er schon damals gespielt hat. Das heißt, der NSU, dieser Komplex, diese Strukturen, die ehemaligen Blatt und andere Strukturen, Combat 18 und so weiter, die existieren weiter, sie bewaffnen sich weiter und sie sind hochgefährlich. Das heißt, es ist eben keine Geschichtsaufarbeitung, sondern es ist immer noch brandaktuell, was da passiert. Insofern ist es absolut notwendig, sich das anzugucken und da anders mit umzugehen, als wie das jetzt geschieht, nämlich dass die Leute einfach geschützt und aus der Linie genommen werden. Zum Beispiel, dass auch V-Leute wie Benjamin Gärtner aus Kassel keine Aussagegenehmigung gekriegt hat und so weiter. Das sind alles solche Geschichten, die eben verhindern, dass der NSU-Komplex und diese Strukturen aufgedeckt werden. Geschichten, die ihr verfasst habt und zusammengetragen habt in der Anklageschrift, die auf dem NSU-Tribunal vorgestellt wurde und angeklagt, und da gehen wir jetzt ja so ein bisschen durch die Schrift hindurch, ist dann auch in einem weiteren Kapitel, in dem es um die behördliche Verhinderung vollständiger Aufklärung durch Beweisvernichtung und Vertuschung geht, Volker Bouffier, damals in seiner Funktion als Innenminister in Hessen 2006. Volker Bouffier, der dazu beigetragen haben soll, dass Andreas Temme, der Verfassungsschützer, der bei einem der NSU-Morde in Kassel nämlich da mit anwesend war, dass das nicht zu dem Zeitpunkt schon aufgeklärt werden konnte. Und die Verhinderung dessen wird da auch Volker Bouffier vorgeworfen. Und der war ja erst gestern oder vorgestern wiederum vor dem NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen geladen, um da doch nochmal auszusagen. Ihr guckt da eben auf das, was 2006 passiert ist. Wie zieht denn sich das bis in, ja, zum Beispiel das heute durch, wenn man da gerade auf die Rolle von Volker Bouffier schaut? Ja, ich habe ja auch letzte Woche oder vor zwei Wochen auf Frontal 21 auch nochmal genau diese Geschichte, weil ja jetzt wieder rausgekommen ist, dass der hessische Verfassungsschutz einen V-Mann in der Nazi-Szene geführt hat, der Bilder und Kontakte hatte zu Beate Zschäpe, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt. Sie sehr genau informiert waren über die thüringische Nazi-Szene. Andreas Temme, der V-Mann-Führer, also direkter Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, war anwesend beim Mord an Halit Yozgat in dessen Internetcafé. Es gab jetzt eine Untersuchung von Forensic Architectures von der Goldsmiths University in London, die ganz klar festgestellt haben, dass Andreas Temme gelogen hat, indem, als er gesagt hat, er hat nichts mitgekriegt von dem Mord, dass das nicht sein kann. Wir beziehen uns da auch auf den Vater von Halit Yozgat, Ismail Yozgat, der gesagt hat, dass Temme lügt, dass er weiß, wer der Mörder war oder er es eben selber gewesen ist. Das ist das, was der Vater von Halit Yozgat sagt. Und dieser ganze Komplex, man kommt da nicht ran, obwohl im Grunde genommen Temme der Lüge überführt worden ist. Man kommt da nicht ran und man kam damals eben auch nicht ran. Die Polizei in Kassel hat ja ihn ermittelt damals nach dem Mord. Er hat sich ja eben nicht gemeldet bei der Polizei. Die Polizei selber hat ihn ermittelt, hat Hausdurchsuchungen bei ihm gemacht. Und wer ist nun letztendlich sein Dienstherr? Damals der damalige Innenminister Volker Bouffier hat im Grunde genommen die Aufklärung da verhindert und blockiert und hat die Untersuchung der Polizei eben beendet. Er hat das Aussageverbot da gegeben gegenüber Neonazis, die der Andreas Temme geführt hatte damals. Neonazis, die übrigens auch bekannt waren mit dem NSU-Trio, mit denen er noch am Tag des Anschlags telefoniert hat. Also es ist eine ganz dunkle, eigentlich die düsterste Geschichte, wo man eigentlich dachte, jetzt hat man diesen Zusammenhang zwischen Verfassungsschutz und dieser Nazi-Mordserie eigentlich aufgedeckt. Man hatte schon alles in der Hand und es ist letztendlich von oben, und das heißt vom
vom Ministerium selber eben unterbunden verhindert worden, diese Aufklärung. Und Volker Bouffier sagt natürlich heute, er weiß, wusste von nichts. Das sagen ja immer alle, sie wissen nicht. Sie haben es halt nicht mitgekriegt und nicht gewusst. Gut, das wird dann immer gesagt, aber es ist eben vom Ministerium damals gekommen, dass diese Untersuchung da nicht weiter voranschreiten konnte. Insofern hat er das dem Tribunal nach aktiv verhindert. Und damit ist er eben auch einer derer, die in eurer Anklageschrift angesprochen, benannt wird. Einer unter 90 Namen, die darin genannt werden, unter anderem auch mit dabei neben eben bekannten Politikern, Politikerinnen, hochrangige Beamte, V-Leute, Geheimdienstler, auch Neonazis und auch Journalisten und sogenannte Extremismusforscher. Wir haben da jetzt ja so ein bisschen einen Einblick gewagt in das, was die Anklageschrift zum NSU-Tribunal verfasst hat, was ihr darin verfasst habt. Die Anklageschrift wurde dann, so habt ihr es verkündet, der Zivilgesellschaft übergeben, die sich dann ihr Urteil machen soll. Was wünscht ihr euch, wie jetzt die Zivilgesellschaft genau mit dieser Anklageschrift umgeht und damit auch, wie es mit dieser Schrift und diesen ganzen Erkenntnissen auch, die da drin versammelt sind, weitergeht? Genau, es ist eben wichtig zu sagen, dass im Gegensatz zu anderen Tribunalen in der Geschichte, die es da gab, wir kein Urteil gefällt haben. Das unterscheidet uns auch von allen vorangegangenen Tribunalen, die es gab. Wir haben kein Urteil gefällt, weil wir es eben auch gar nicht können, weil viele Informationen eben vernichtet wurden oder eben immer noch unaufgedeckt sind, aber weil wir es eben auch nicht wollen. Wir wollten nicht Richter spielen, wir wollten jetzt auch keine Vorverurteilung machen, das ist jetzt hier keine schwarze Liste, die dort erstellt wurde, sondern es ist eine gut begründete und recherchierte Aufzeigen von Verantwortlichkeiten. Die Konsequenzen indes können natürlich nicht wir ziehen, sondern die müssen woanders gezogen werden. Es ist eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, weil diese ganze Komplex, alles das, über was wir jetzt auch geredet haben, war ja auch nur möglich, weil es keine Öffentlichkeit gab, die gesagt hat, hier Schluss, das kann nicht sein, wir müssen das beenden. Das kann nicht sein, dass das Nazi-Strukturen vom Verfassungsschutz, das ist ja eine Behörde, finanziert und geschützt werden. Wir müssen das beenden, wir müssen das skandalisieren, Politiker, aber auch Journalisten oder so, die dann reingehen und sagen, hier Schluss damit. Oder dass Leute hingehen zu den Opfern der Nazi-Angriffe und sich solidarisch mit ihnen verhalten. Auch das ist eine gesellschaftliche Aufgabe gewesen, die nicht stattgefunden hat. Wenn dann eine Zeitung wie der Spiegel schreibt, so, das ist hier eine undurchdringliche Parallelwelt, wir wissen genau, dass die alle kriminell sind, dann kann es einen Aufschrei geben und sagen, hier, was schreibt ihr eigentlich? Das stimmt nicht, das ist nicht unsere Erfahrung. Wir kennen diese Leute, wir wohnen in denselben Städten, das sind ganz normale Menschen, die hier leben und arbeiten. Und das ist aber alles nicht passiert. Und deswegen ist es eine gesellschaftliche Aufgabe, jetzt Konsequenzen daraus zu ziehen und diese rassistische Lücke zu schließen und tatsächlich anders damit umzugehen. Und was das dann konkret heißt, kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Das kann aussehen in der Presselandschaft, wie es jetzt auch die neuen deutschen Medienmacher auf dem Tribunal auf einem Workshop vorgestellt haben, eine nicht diskriminierende Berichterstattung da drin sich einzuüben, die Journalisten und Journalistinnen darin auszubilden. Es kann Antirassismus-Training von mir aus bei der Polizei geben. Das Bundeskanzleramt kann nochmal über ihr Verfassungsschutzkonzept nachdenken, das V-Mann-Konzept, es könnte abgeschafft werden, es gehört abgeschafft, viele fordern das auch. Also auf ganz unterschiedlicher Ebene könnte und muss da eigentlich jetzt darauf reagiert werden. Und das ist aber eben etwas, dem sich alle stellen müssen, auch wir selber, die wir das Tribunal gemacht haben, auch wir stellen uns ja dieser Aufgabe. Es geht ja nicht darum, mit Finger auf andere nur zu zeigen, sondern zu sagen, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und wir müssen es alle miteinander eben angehen. Über das NSU-Tribunal, als es stattgefunden hat und als die Anklageschrift veröffentlicht wurde, konnte man in den nächsten Tagen auch recht viel lesen in der medialen Berichterstattung. Da gab es ein positives Fazit, zumindest in dem, was ich da über das Tribunal gelesen habe. Wie sahen denn da die Reaktionen aber vielleicht auch derer aus, die da angesprochen wurden in der Anklageschrift? Also gab es da Reaktionen, die ihr mitbekommen habt von Seiten von Politikern und Politikerinnen oder auch Angeklagten, durch euch angeklagten Journalisten, Journalistinnen oder so? Wie sahen da eurer Ansicht nach die Resonanz und die Reaktion aus? Ja, also ich finde auch, dass eigentlich die Pressereaktion eigentlich ziemlich gut war. Gleichsam muss man sagen, dass die ganz großen überregionalen Zeitungen oder auch Fernsehsender eben nicht berichtet haben. Die Süddeutsche Zeitung hatte sich aufgrund eines Briefes an sie dazu auch geäußert und zum Beispiel gesagt,
Also nicht nur, also einerseits gäbe nichts Neues beim NSU-Tribunal, was ja gar nicht stimmt, keine neuen Informationen, aber vor allem haben sie eben auch gesagt, dass sie das unmöglich finden, dass da eine Journalistin, eine Kollegin vom Spiegel da drin auch in der Anklage auftaucht und dass das eben auch ein Grund dafür wäre, warum sie darüber nicht berichtet haben. Also das heißt, man kann schon sehen, dass wenn natürlich die Opfer ihre Rolle des Opfers spielen und dass dann sehr viele an ihrer Seite stehen und mit ihnen sind und warme Worte finden und so weiter und auch berichten. Aber wenn man offensiv wird und sagt, naja, es gibt hier aber auch Verantwortlichkeiten, es gibt auch Schuld, vielleicht auch eine moralische, nicht nur eine justiziable Schuld oder eine politische, dass dann ganz schnell vorbei ist mit den warmen Worten und dass dann eben auch solche Reaktionen kommen, wo dann eben nicht berichtet wird. Aber eben, ist eigentlich sehr gut berichtet worden. Das finde ich schon sehr breit und sehr ausführlich und differenziert. Ich war eigentlich eher begeistert davon. Ja, es gab auch andere Reaktionen, dass Leute empört waren, warum da manche Menschen eben gerade aus der Zivilgesellschaft da in der Anklage aufgerufen werden. Und was wir uns hoffen, das ist ja auch eine gute Reaktion, ist eben, dass es jetzt eine Auseinandersetzung gibt, auch eine öffentliche Auseinandersetzung, dass man eben darüber nochmal diskutiert. Wie gesagt, es ist ja kein Urteil, was wir gefällt haben, sondern es bietet ja auch die Chance, dass Leute nochmal sagen, ja stimmt, was ich da gemacht habe, ich habe das gar nicht gesehen, wie viele Leute das eigentlich verletzt hat oder gedemütigt sich gefühlt haben. Da könnte man ja jetzt ja auch das als Chance begreifen und sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, wenn das meine Arbeit hervorgerufen hat, dann tut es mir leid oder dann nehme ich mir das nächste Mal anders vor oder ich schreibe da jetzt nochmal anders drüber oder spreche da nochmal drüber. Es ist eben auch eine Chance und eine Einladung zur Auseinandersetzung und es geht nicht hier um Stigmatisierung oder irgendwelche Leute jetzt hier anzuschwärzen, sondern im Gegenteil, das wäre sehr gut. Und das fängt jetzt teilweise an, natürlich vielleicht auch mit Empörung zu sagen, wieso stehe ich da jetzt drauf, aber es ist eben vielleicht auch eine Möglichkeit, jetzt darüber ins Gespräch zu kommen.